Das Ergebnis der Wahl in Russland hat uns genauso wenig überrascht wie die Umstände dieser Wahl. Von einem fairen politischen Wettbewerb, wie wir ihn kennen, kann sicherlich nicht in allen Punkten die Rede sein. Die Tatsache, dass diese Wahl auch auf dem völkerrechtswidrig annektierten Gebiet der Krim stattgefunden hat, ist auch ein Punkt, der aus unserer Sicht nicht akzeptabel ist. Und insofern gehen wir davon aus, Russland wird ein schwieriger Partner bleiben. Aber Russland wird auch gebraucht, wenn es um die Lösung der großen internationalen Konflikte geht. Und deshalb wollen wir im Dialog bleiben, erwarten aber auch von Russland konstruktive Beiträge, und zwar mehr als das gerade in der jüngsten Vergangenheit der Fall ist. Letztlich wird es heute auch um den Fall Skripal geben. Auch da sind wir in den letzten Tagen sehr intensiv und sehr detailliert von den Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien informiert worden. Alle Informationen, die wir haben, deuten darauf hin, dass es keine alternative, plausible Erklärung dafür gibt, dass hier auch eine Mitverantwortung der russischen Seite besteht. Und wenn auf der russischen Seite man der Auffassung ist, dass man das entkräften kann, dann soll das geschehen. Dann muss das bilateral gegenüber den zuständigen Stellen in Großbritannien auch getan werden. Aber die Informationen, die wir haben, sagen etwas anderes. Und deshalb stehen wir in dieser Frage fest an der Seite der Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien. Und das werde ich heute auch meinem britischen Kollegen noch einmal sagen. Wir sind sehr froh darüber, dass das Vereinigte Königreich so viel Unterstützung erfährt nach dem Vorfall in Salisbury. Das liegt wohl teilweise daran, dass die anderen sehen, Großbritannien hält sich genau an seine Verpflichtungen nach dem Chivi-Waffenübereinkommen. Und demgegenüber haben wir die Haltung der Russen, die Fachleute der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen treffen heute im Vereinigten Königreich ein, nehmen sich Proben aus Salisbury vor, und die Russen haben alles geleugnet, und das wirkt immer absurder. Mal heißt es, die Russen hätten Novichok nie hergestellt, dann haben die Russen Novichok hergestellt, aber alle Bestände seien vernichtet worden. Dann heißt es, Novichok ist hergestellt worden, alle Bestände sind vernichtet worden, aber etwas ist auf geheimnisvolle Weise nach Schweden gekommen, in die Tschechoslowakei oder sogar in die USA oder ins Vereinigte Königreich. Die Menschen sehen doch, dass dies ein klassisches russisches Manöver ist. Man verbirgt die Nadel des Beweises im Heuhaufen von Lügen und von Verdunkelungsmaßnahmen. Und unsere europäischen Freunde und Partner werden 12 Jahre nach der Ermordung von Alexander Litwinenko in London zeigen, dass sie niemand mehr täuschen können, die Russen. Praktisch kein Land hier in Brüssel am Tisch ist nicht in den letzten Jahren irgendwie getroffen worden von bösartigem russischen und zerstörerischen Verhalten. Alle sind betroffen worden, und die Entschiedenheit unserer europäischen Freunde ist deshalb so auffällig. Ja, natürlich. Die Frage von Novichok wird aufgeworfen werden, und hier wünschen wir uns die völlige Einigkeit der Europäer. Solidarität mit Großbritannien. Wir teilen die Analyse der Briten, wonach also keine plausiblen Erklärungen bestehen als die russische Verantwortung. Also die Position Österreichs ist da in erster Linie eine Aufklärung. Ja. Wir sind im Prozess noch der Aufklärung und es werden eben jetzt Beratungen sein für diese gemeinsame Resolution. Aber unsere Haltung ist zuerst eine ganz genaue Sachverhaltsdarstellung in Zusammenarbeit mit der Chemiewaffenagentur und mit allen Beteiligten. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir heute Vormittag bereits eine genaue Sachverhaltsaufklärung haben. Es sind, so viel ich informiert bin, die Experten gerade unterwegs, um eben diese Beschäftigung
Bestandteile, Substanzen zu überprüfen. Und ich gehe mal davon aus, dass das länger Zeit in Anspruch nehmen wird als diesen heutigen Tag. Es geht unseres Erachtens vor allem darum, dass die Experten aufklären und eine klare Sachverhaltsdarstellung darlegen, bevor es eben zu Anschuldigungen, Beurteilungen, Verurteilungen kommt. Also der Sachverhalt muss durch die Experten umfassend aufgeklärt werden. Alle haben schon eine entsprechende Solidarität bekundet und das wird heute nur bekräftigt. Ich glaube nicht, dass darüber diskutiert wird, aber jetzt geht es einmal um die Solidarität und ein genaues Assessment über diese Situation, was hier vorgefallen ist. Aber dieses Ereignis ist verabscheuungswürdig und muss entsprechend auch verurteilt werden.